George, wie herrlich, Sie zu sehen. Darf ich vorstellen? Meine Freundin Nico. Oh. George und ich kennen uns schon ewig. Tatsächlich? Keine Sorge, meine Liebe. Ich nehme ihn Ihnen nicht weg, obwohl er ein ganz hübscher ist. Bijou, wir sind hier, um ein paar Punkte zu klären. Ginge das? Oh, nicht heute. Ach so, ich dachte gerade. Erstmal hier alles. Tut mir leid. Möchten Sie diese hübschen Blumen? Nein, danke. Geben Sie sie Ihrer Freundin. Ich bin nicht in Stimmung für Blumen. Ich hab's doch nur gut gemeint. Okay, wir nehmen diesen Zettel. Das ist eine Nachricht von Hobbs, die ich in Ihrem Safe fand. Wie sind Sie daran gekommen? Eine Frechheit. No. Bijou, Sie haben mir die Schlüssel gegeben. Oui. Hab ich? Oh, mein Kopf. Ich weiß nicht mehr. Aber sonst haben wir nichts getan. Oder, George? Die Nachricht ist an Sie gerichtet. Also sagt Lane die Wahrheit. Sie haben den Papierkram gemacht. Oh, und wenn schon? Ist doch nicht illegal. No, das ist nicht illegal. Aber Lügen. Okay. Hier du. Das hätte nicht funktioniert. Ach komm. Okay. Dann nehmen wir den. Ups, ich habe daneben geklickt. Ich glaube, das ist für Sie. Ein Brillantring? Was hat der mit mir zu tun? Ein Geschenk an Sie. Von Henri. Henri hat mir so viele teure Sachen gekauft. Wäre gar nicht nötig gewesen. Okay, boah, Mädel. Die Unterlagen würden ihr nicht helfen, die Zeichnung von Hobbs wahrscheinlich auch nicht. Das würde nicht. Okay, ich muss Auftrag hier. Das wäre. Nein, okay. Familienfoto, das brauche ich ihr gar nicht zeigen. Das eigentlich das auch würde nicht. Nie. Das meine ich ja. Jo, genau. Nico, du spielst mal ein bisschen an deinem Handy rum. Der Garn würde auch nicht helfen und das die kann mit dem nichts anfangen, das Medaillon. Das würde nie. Und das meine ich. Sie hat uns belogen, okay. Aber sie sagt uns ja immer noch nicht die Wahrheit. Das würde nie funktionieren. Wir machen die Spieldose an. Bitte fassen Sie das gute Stück nicht an. Es ist sehr empfindlich. Möchten Sie ein bisschen Teegebäck? Wie wär's mit einem Keks gegen Ihr Kopfweh? Nein, vielen Dank. Also manchmal. Sagen Sie mir was zu der Nachricht. Das haben Sie mir schon gezeigt. Ich geb's zu, okay? Ich habe den Papierkram gemacht. Wie geht es Ihnen, Bijou? Ich habe ein winziges bisschen Kopfweh. Das bekomme ich immer, wenn ich mich nachmittags hinlege. Natürlich. Ich dachte mir, es dürfte wohl eher der Champagner vor dem Hinlegen gewesen sein. Ich möchte, dass Sie ganz ehrlich sind, Bijou. Ah, danke. Die Nachricht von Hobbs lässt keinen Zweifel zu, dass Sie ihn sehr gut kannten. Na gut, ja, das stimmt. Wie? Mehr Informationen gibt's? Na gut, ja, das stimmt. Sie gaben die Herkunftspapiere in Auftrag. Sie wussten, sie waren falsch. Ich sage gar nichts.
Ich glaube, Henri hat Medowski um mehr Geld gebeten, um ihnen diesen Ring zu kaufen. Und vielleicht wurde er deshalb erschossen. Nico! Nein, Lieber. Sie hat recht. Henri meinte immer, er müsse kämpfen, um mich zu halten. Die Wahrheit ist, ich habe sie beide geliebt. Wilf und Henri. Ein großes Herz. Und jetzt ist Henri tot. Meinetwegen. Ja. Legen Sie los. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich verspreche, diesmal sage ich die Wahrheit. Sie und Hobbs sind also ein Liebespaar? Das sind wir schon seit 75. Henri hat nie davon erfahren. Damals waren sie zusammen in einer Band. Sie haben Henri also von Anfang an betrogen? Ich habe ihn nie betrogen. Ich habe beide geliebt. Sie ließen den Herkunftsnachweis also von Hobbs fälschen und von Lane für die Versicherung bestätigen. Wilf gab ihn mir und ich überredete Lane, ihn zu unterschreiben. Er wusste nicht, dass er falsch war. Wilf ist brillant bei dem, was er tut. Das sieht man an den Bildern. Und welche Rolle spielte Medowski bei all dem? Alles war seine Idee. Jemand hatte ihm ein Angebot für La Maledictio gemacht. Also hat Wilf ihn mit Henri und mir bekannt gemacht. Er wollte am Verkauf und an der Versicherungssumme mitverdienen. Er zog die Sicherheitsfirma hoch, um den Raub zu ermöglichen. Ich bin so eine Idiotin. Henri hätte niemals sterben sollen. Ich weiß, das haben Sie nicht gewollt. Wilf rief mich gestern an und wollte mich trösten. Er sagte, er würde sich um mich kümmern, hätte Pläne. Heißt das, er hat das Gemälde? Ja, er machte Witze über ein Geheimversteck. Er sagte irgendwie, das Original sei hinter meinem Intern. Ich hab nichts kapiert. Danke, Bijou, das war sehr hilfreich. Wissen Sie, ich hatte einen seltsamen Traum vorhin. Henri war hier und wir haben wieder zusammen getanzt. So schön. Das war sicher wunderschön. Also dann nochmals danke für Ihre Zeit und... Nico, ich glaube, wir müssen jetzt nach London. Yeah, wir hauen ab und wir finden Antworten hinter Ihrem George, Hintern. Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Nein, da fällt mir im Moment nichts ein. Lass uns gehen, ja? Mehrere Stunden später. In einem zwielichtigen Teil von London. Da waren wir doch schon. Am Ende steckte Hobbs also mittendrin in dem ganzen Schwindel. Jetzt müssen wir bloß noch das Gemälde finden. Dann kommen die Fakten auf den Tisch und Medowski ist dran. Ich krieg meine Titelstory. Und ich bin rehabilitiert und behalte meinen Job. So viel zu deinen teufelsanbetenden Gnostikern, George. Hey, kennst mich doch. Ich stehe total auf Verschwörungen. Moment, warte mal kurz. Genau, die Kette. Was ist denn los? Diese Kette. Die ist vom Tor. Und? Sie ist geknackt worden. Ein Einbruch? Oder ein Ausbruch? Hobbs flüchtet vor Lady Pyrmont? Möglich. Aber es fühlt sich ungut an. Okay. Brecheisen, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hey Nico, sieh mal da. Glaubst du, damit hat jemand das Tor aufgestemmt? Möglich. Tja, schlecht für die, gut für uns. Ein Brecheisen kann man doch immer brauchen. Das denke ich auch. Habe ich immer in der Handtasche. Eine Frau ohne Brecheisen ist aufgeschmissen. So. Dann würde ich mal so sagen, wir hupen nochmal. Beim letzten Mal hatte es mit Hupen geklappt. Aber?
Ich glaube, er ist diesmal nicht da. Irgendwie. Verdächtig. Ja? Okay. Lieferwagen haben wir schon geguckt. Motorhaube brauchen wir. Diesmal brauchen wir nichts reparieren. Und Abfalleimer. Da liegt ich aber kein... Ich beschloss, den Müllcontainer in Ruhe zu lassen. Danke. Nicht, dass da eine Leiche drin liegt. Tür brauche ich bestimmt nicht gucken. Ist geschlossen. Und wir klettern jetzt da hoch, oder was? Okay. Ist das eine gute Idee? Kleines Möwenproblem, George? Das ist ein Mistvieh. Guck doch mal, Nico. Hey, Nico. Was, George? Geh mal hupen. Tu mir einen Gefallen und hup mal. Kein Problem. Hup mal schneller. Wunderbar. So, George, kommst du jetzt an den Kran? Der Kran war festgerostet. Ich brauchte mehr Kraft, um ihn zu lösen. Da würde ich sagen, können wir nicht die Kette da irgendwie anhängen? Kriegst du das hin? Das würde nicht funktionieren. Oh, nee, echt. Hey, jetzt. Nico! Was, George? Möwe, Balkon. Nico, könntest du nochmal hupen? Klar. Wir brauchen mehr Kraft. Und daher denke ich, wir hängen die Kette an. Eventuell. Häng mal die Kette da dran. Das wäre nutzlos. Ach, Junge. Die Möwe kommt doch gleich zurück. Brecheisen. Schnell. Nein. Wir lassen uns von einer Möwe dissen. Nico, bitte hey, nochmal hupen. Was, George? Die Möwe sieht ziemlich finster aus. Mach sie lieber nicht wütend. Ich glaube, durch die Tür da oben käme ich wahrscheinlich rein. Sei vorsichtig, das ist echt hoch. Sorry, Nico. Bitte nochmal hupen. Beeil dich, George. Ich häng doch hier in der Regenrinne, Nico. Ich, George. Also mach mal keinen Stress. Okay. Wir versuchen es jetzt nochmal. Bitte nimm Brecheisen und mach das. Schneller. Sieh dich vor, George. So, und jetzt. Wunderbar. Warte da, Nico. Ich komme und lass dich rein. Und jetzt bleibt die Möwe auch weg. Okay, der Schallplattenspieler läuft noch. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Pass mal auf. Geh mal in die Stereoanlage und schalte mal den Schaltplattenspieler aus. Danke, George. Allmählich ging mir das wirklich auf die Nerven. Dann... Ich fand, etwas Licht könnte nicht schaden. Das denke ich nämlich auch. Zwar lässt sich im Dunkeln gut munkeln, aber... Tote sieht man am besten. Der Sicherungskasten summte leise, aber nichts geschah. Okay. Ich vermutete, dass der Lichtstromkreis ausgefallen war. Natürlich. George, sei vorsichtig. Hobbs meinte doch, die Leitungen hier seien uralt. Ja, ich glaube, ich lasse das Licht lieber aus. Okay, wir haben auch keine Taschenlampe, keine Kerze, kein gar nichts. Okay, wir schauen uns das Gemälde an. Nein? Doch. Hui. Hui. Du solltest lieber mal herkommen und dir das ansehen. Oh. Oh
Das ist ein Manet. Nö, das ist keiner. Das ist ein Hobbes. Im Stil von Manet. Oder wie wir Experten sagen würden, ein gefälschter Manet. Hobbes ist mehr als ein Restaurator. Er ist ein professioneller Fälscher. Oh, und das wäre dann... Du, Hobbes ist gut. Du siehst sehr hübsch aus. Und das bist du. Meine Güte, du siehst aus wie... Schrott? Ja. Ist das Lady Piemont? Ja. Ist sie etwa... Ja. In deinem... Ja. Oh, also haben wir die ganze Zeit nur für eine Fälschung-Modell gestanden? Fälschung. Toll, was? Kann ich zu meiner Mordanklage dazupacken? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Ich möchte es jetzt sehen. Ich möchte das jetzt sehen, das ist voll unfair. Manu, okay. Jetzt würde mich das Gemälde wirklich interessieren. Aber wir gehen hoch zur Balkontür. Das ist gemein. Abgeschlossen. Wenn Hobbes zu Hause ist, steckt er hinter dieser Tür. Ja klar, dann brechen wir doch ein. Gut, den hast du nicht entsorgt. Ein Metallstreifen war auf den Türrahmen geschweißt worden, um jeden Versuch zu vereiteln, die Tür aufzuhebeln. Sehr schön. Sehr schön. Thermostat, aber das Thermostat bringt mir gerade nichts. Der Aufzug. Was machst du denn da? Ich weiß es noch nicht. Das weiß ich noch nicht so genau. Das sage ich. Wir müssen den Fahrstuhl haben wir jetzt hier oben. Das heißt, es ist ja eigentlich Strom da, ne? Weil wenn der Fahrstuhl funktioniert, müsste ja auch Strom irgendwie funktionieren. Aber das hilft mir gerade alles nicht weiter. Ah, pass auf. Wir befestigen die Kette da dran und die Kette an das andere an der Tür. Jawohl. Und dann fahren wir den Fahrstuhl wieder runter. Das sollte funktionieren. Ein guter Plan. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, was hinter der... Und was jetzt? Balkontür ist. Mal sehen, was Hobbes hier oben versteckt. Okay. Das ist also Hobbes Bude. Nicht gerade ein schickes Penthouse, was? Der... Hinter dem Hintern von Bijou? Eigenartig. Hey, Nico, komm und schau dir das an. Dieses Bild, irgendwas daran kommt mir bekannt vor. Das ist der Hintern einer Frau, George. Ja, schon klar, aber den kenne ich. Weißt du was? Das ist Bijous Hintern. Ich will gar nicht wissen, woher du das weißt, George. Aber hat sie nicht gesagt, das Gemälde sei hinter ihrem Hintern? Das hat sie. Vielleicht ist ja... Verdammt, vielleicht. Es ist an die Wand geschraubt. Okay. Das dürfte funktionieren. Wunderbar. La Maledictio. Wir haben es gefunden. Erstaunlich. Bist du sicher, dass dies das echte Bild ist? Naja, ich bin kein Experte, aber ja, das müsste echt sein. Schau mal da, in der Mitte. Das gleiche Gesicht, das Hobbes gezeichnet hat. Und mit dem gleichen Symbol auf seiner Stirn. Er muss es entdeckt haben, als er das Bild gereinigt hat. Aber wieso war dann ursprünglich ein Baum drüber gemalt? Wie Simeon gesagt hat, versteckte Gnostiker-Geheimnisse. Wir haben das Bild, Nico. Aber hier muss doch noch mehr zu finden sein. Du hast recht. Wenn die Polizei erstmal mit drin hängt, kriegen wir keine Gelegenheit mehr.
Wir haben das Bild. Wir haben das Bild hinter dem Hintern von Bijou gefunden. Okay,